ich bin Christiane. Herzlich willkommen bei TV Total EM Spezial. Heute mit Elton und Olli und den Gästen Thomas Hecher und Jasmina Fialli live und zwei im Halbfinale aus Portugal. Außerdem die lauteste und schnellste Band der Welt, Motorhead, und im TV Total Blinkklick das EM-Finale mit den süßesten Boys von Overground. Und hier ist er, der Gastgeber, Stefan Raab. Bei TV Total, ja, meine Damen und Herren, Sie schauen gerade bei der Sendung zu, die wahrscheinlich alle Quotenrekorde schlägt, ja. TV Total, das EM-Halbfinale, ja. Portugal, nee, Quatsch, Tschechien gegen Griechenland. Ich sehe es hier unten vor mir laufen. Ich kann nicht sagen, es ist noch 0 zu 0. Ich sage Ihnen alles, was passiert. Bleiben Sie ruhig dran. Hier bei uns ist viel spannender, ja. Unsere Zuschauerin Christiane, fantastisch, wie Sie die Sendung angesagt haben, ja. Der Gast, der nur da ist, ist Thomas Helmer und nicht Thomas Hecher, ja. Ansonsten war alles korrekt, ja. Aber das müssen Sie als Frau, müssen Sie den nicht kennen, das Fußballspieler. So, meine Damen und Herren, ja, Griechenland gegen Tschechien. Ja, es sieht nach einem Sieg für Griechenland aus, sage ich jetzt einfach mal im Moment. Ich glaube, es ist egal, ob die Griechen heute verlieren oder gewinnen. Auf jeden Fall müssen die in Portugal aufpassen, dass die Griechen nicht heimlich das Stadion abbauen und mitnehmen. Ja? Man muss ein bisschen aufpassen. Ich glaube, wenn die Griechen heute Abend gewinnen, dann geht wahrscheinlich in Griechenland gar nichts mehr. Ich glaube, das IOC hat schon Medaillen drucken lassen für die Olympischen Spiele, wo drauf steht, die Olympischen Herbstspiele 2004. Ja? Das muss alles ein bisschen nach hinten verschoben werden. Wunderbar. Ja? Sensationell. Ich glaube, es ist noch 0 zu 0, meine Damen und Herren. Tor für Griechenland! Tor für Griechenland! Tor für Griechenland! Ich liebe Griechenland, 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 ich liebe Griechenland. Meine Damen und Herren, Tor für Griechenland, meine Damen und Herren. Es sind noch. Wie lange spielen die noch? Eine Minute? Es ist noch eine Minute zu spielen. Sensationell. Guckt sich das einer an. Noch eine Minute zu spielen. Griechenland führt 1 zu 0, meine Damen und Herren. Wenn Sie irgendwo in Ostdeutschland wohnen, das lohnt sich jetzt nicht, nach Tschechien rüber zu fahren. Ja? Ja. Bei den Nutten, glaube ich, in Tschechien gibt es heute Abend alles aus. Griechenland ist im Finale. Aus, aus. Ich liebe Griechenland, 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 ich liebe Griechenland. Unfassbar! Griechenland ist im Finale. Sekunde, ich muss kurz hier. So. Hier, Moment, meine Damen, ich muss kurz zu Ehren unserer griechischen Freunde. Ich habe auf die Griechen gesetzt. Was habe ich gesagt, als Deutschland ausgeschieden ist? Meine Mannschaft sind die Griechen. Könnt ihr noch mal spielen, bitte? Eins, zwei, drei, vier. Ich liebe Griechenland. 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 Ich
Emotion, oder? Otto ist der beste Trainer in der Welt. Exakt. Meine Damen und Herren, die Griechen sind im Endspiel. Das muss gefeiert werden. Nochmal. Liebe Griechenland, ich 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 liebe Griechenland. Von der Mei, meine Damen und Herren. Ja. So. Ja. Ich glaube, das mit den Olympischen Spielen können wir echt knicken. Das gibt nichts mehr, ja? Da arbeitet doch keiner mehr die nächsten 10 Wochen, oder? In Griechenland. Wahnsinn! Griechenland gewinnt 1:0 gegen Tschechien. Ich wollte es eben eigentlich schon sagen, wenn Sie jetzt nach Tschechien rüberfahren, bei den tschechischen Nutten gibt es, glaube ich, heute alles außer Griechisch. Ja? So. Ja, meine Damen und Herren. Das heißt aber auch, Otto Rehhagel ist im Endspiel und wer leitet das Endspiel? Der deutsche Schiedsrichter Markus Merk. Und ich sag nur, man kennt sich, ja. Man hat sich gern. Also, das Endspiel lautet Griechenland gegen... So, meine Damen und Herren, Delas hat das Tor geschossen. Das nur mal nebenbei. Ja. Delas für die Griechen mit einem wunderschönen Kopfballtor. 1 Minute. Silver Goal. Das erste Silver Goal in der Geschichte übrigens. Ja. So, meine Damen und Herren, dann schalten wir jetzt mal nach Portugal. Live sind dort meine Kollegen Elton und Olli. Hallo! Elton und Olli. Und Thomas Helmer, meine Damen und Herren. Delas. 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 Melis. Melis. Wahnsinn. Keine Ahnung. Oder? Frag doch Stefan erstmal, ob er das sieht. Warte mal. Der Herr Helmer hat gleich eine Frage an dich, Stefan. Bitte. Stefan, ich wollte nicht nach deiner Frisur fragen, ist ja klar, oder ja, was du da auf dem Kopf hast, sondern das Silver Goal. Kannst du das mal genau erklären? Ja, kann ich genau erklären. Soll ich? Dann stehst du aber im kurzen Hemd da. Ja? Bitte, klar. Silver Goal bedeutet, das Spiel geht in die Verlängerung, aber erstmal nur 15 Minuten. Wenn innerhalb der ersten 15 Minuten ein Tor fällt, ist das Spiel vorbei. Wenn es aber unentschieden steht, ja, also nochmal ausgeglichen wird innerhalb der ersten 15 Minuten, ja, dann geht das Spiel nochmal weiter. Richtig? Richtig. Ja, sehr gut. Hört sich gut an. Hört sich ordentlich an. Lass mal durchgehen. Ne? Ja. Ja, von mir aus. Ich hätte es nicht besser machen können. Ja. Verdient, Thomas? Ja. Haben die Griechen das verdient, ins Finale zu kommen? Ich sage ja. Was sagst du? Ja, super. Gar keine Frage. Sie waren mein Geheimfavorit. Hatte ich dir doch gesagt letztes Mal, oder? Ja. Was lachst du denn da so? Sehr spannend, oder? Nein, super, klasse. Wahnsinn. Du weißt jetzt, wie du schon sagst, zwei Deutsche im Endspiel, mehr geht nicht, glaube ich. Mehr konnten wir nicht erwarten. 11 wäre schöner gewesen, aber 2 ist auch okay. Ja, klar. Also jetzt treffen wir eigentlich unsere beiden Lieblingsmannschaften aufeinander. Ja. Ihr habt ja die Griechen zum Favoriten erklärt, aber wir sind ja für Portugal. Absolut. Tut uns leid. Und die haben ja vorgelegt. Ja. Jetzt wird's interessant. Ich erinnere nochmal an das Eröffnungsspiel. Wer hat denn da gegen wen gespielt? Griechenland gegen Portugal. Portugal gegen Griechenland. Und wer hat gewonnen? Griechenland 2:1. Die Griechen. Sportfreunde. Ja. Ja, da hat... Aber da sind natürlich jetzt die Portugiesen im Vorteil, weil die wollen es jetzt nochmal umbiegen. Natürlich. Ja. Ich bin gespannt. Wo seid das ihr denn war da eigentlich? Wo wie 1954. Ja. Egal. Wir sind. Ja, das möchte ich eigentlich auch mal gerne wissen, Stefan. Ich wollte dich schon fragen, was die beiden verbrochen haben, dass du die so weit ans Ende der Welt schicken musstest. Ja. Im Gegensatz zum restlichen Portugal ist es hier, glaube ich, 15 Grad, eisiger Wind. Und ja, eigentlich kommen wir gar nicht mehr weg, wo wir festgefroren sind. Wo seid ihr denn? Wir sind immer noch in Ericeira, oder wie das heißt, nur ein bisschen weiter höher. Also nicht am Strand, wo es schön angenehm warm war, wie gestern zum Beispiel. Mir geht es übrigens ganz gut. Hallo Mutti. Die hat sich ein bisschen Sorgen gemacht um mich gestern. Sondern hier oben ist es ein bisschen kühler. Ihr wart aber auch in Lissabon, oder? Wir waren in Lissabon. Ja, wir sind unterwegs gewesen und es gibt ja viele Trikots, die man jetzt gar nicht mehr braucht, wie zum Beispiel das deutsche, spanische und auch eigentlich sonst alle restlichen, bis auf das von den Portugiesen und Griechen. Und da haben wir einfach mal die Leute zu einem klassischen Trikottausch gebeten und geguckt, was sie uns geben für ein Deutschland-Trikot zum Beispiel. Und hier kommt die Auflösung. Hammer. Changing, we changing, wanted changing trikots. You want to have a German one?
I don't have a Portuguese one here now. It doesn't matter. We take this. Hast du schon nackt gemacht? Ja, ich wollte der Nummer jetzt das Trikot tauschen. Jetzt ist sie total verschüchtert. Ja, wieso bei meinem Astralkörper? Original German. Where are you from? Colorado in the America. Colorado, oh, America. 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 Whoa. Whoa. From America. Wow, that's wow. Great. I'm from America. Okay. It's no problem in Europe. You can lift up your shirt. Die verklemmten Amerikaner. Perfect. It's your size. Ja, wie angegossen. Passt. Größere Titten als Elton. I come from Cape Verde. Cape Verde? Yes. I want to have this original Cape Verde shirt against my German shirt. This is not from Cape Verde, but I can change if you want. Wie viel der Monat? 3,5. Okay. Vielen Dank, Herr Asamoah. Kannst du mich hören? Ha? Kannst du mich hören? Nein. Nee. Englisch. Noch Ach, Englisch? Yeah. Can you hear me? Ja, of course. Ja, das ist ja super. You get both for this. Super. Passt doch perfekt, Elton. Ja, it fits. Thank you. Thanks. Thanks. Thank you. Thank you. Thank you. Gutes Spiel. Schönes Spiel. Schönes Spiel. Dankeschön. Schönes Spiel. Schönes Spiel. Geil. So, und das ziehe ich heute Nacht nur für dich im Wohnwagen. Oh, ich freue mich. Ja, ja. Los geht's. Ja. Jetzt haben. Nee, danke. Ja, lass mal. Ich habe mal eine Frage an den Thomas. Thomas, kannst du mich hören? Ja, ne? Ja. Bist du in der offiziellen Funktion? Ja, wunderbar. Bist du in der offiziellen Funktion dort oder machst du nur Urlaub und schaust dir die Spiele an? Oder hast du auch beruflich was zu tun dort? Du, ich habe mich ja versucht, um die Deutschen ein bisschen zu kümmern. Du hast ja gesehen, das hat nicht so ganz funktioniert. Also fürs DSF war ich die ganze Zeit unterwegs. Okay, verstehe, wir haben jetzt noch den EM-Talk und Sonntag letzte Sendung vor dem Finale. Und ja, dann geht's endlich nach Hause. Ja, ich habe gehört, Elton... Ein bisschen ab, nein. Ich habe gehört, Elton und Olli, ihr habt eine Karte fürs Finale. Ihr seid aber noch nicht sicher, wer sie bekommen von euch. Ja, das ist richtig. Ja, das stimmt. Der Thomas hat die eine Karte und... einer kann jetzt praktisch nur sicher hin. Ja, wie machen wir das? Ja. Stell doch mal eine Frage oder was weiß ich. Eine Frage? Ja. Oh, eine Frage. Eine Schätzfrage, zum Beispiel, wer bekommt die EM-Karte? Dann sage ich, ich schätze mal ich. Okay, nee, das machen wir mal anders. Ne? Mal eine ganz eine einfache Frage. Okay? Ja, gut, was einfach ist. Elton ist mehr im Fußball drin als du, oder? Nein. Elton hat einen Fußball in sich drin, aber ich bin schon mehr dabei. So, ich glaube, ich kriege jetzt die Karte nach so viel Beleidigung. Nein. Los, fair. Okay, Stefan, eine ganz einfache Frage. Ihr wollt hin. Ja. Okay, na gut. Die beiden sollen mal raten, wie viele Länderspiele ich gemacht habe. Und wer näher dran ist,
Was? Du warst mal Nationalspieler? Ich war mal kurz auf dem Platz, dann bin ich wieder runter nach der Hymne, weißt du? Ja. Elton, du zuerst. Los, oder ich? Ich sag 90. So viel? Ich sag 90 Spiele. 70. Allein deshalb kriegt Elton schon mal nochmal die Karte, wenn er 90 sagt. Ich meine. Jetzt hast du wie? Ich sag 70. Stefan, wie viel sind's? Ich sag 37. Ich hab dich jetzt gerade ganz schlecht verstanden. 37! 57! 37, siehst du, und deswegen. Nee, ist schon klar, deswegen bleibst du auch in Köln und kriegst die Karte nicht. Ja, Olli ist näher dran, also kriegt Olli die Karte. Oh, 68. Olli, yes! Endspiel. Portugal gegen Griechenland. Herzlichen Glückwunsch. Jawohl! Ja. Dankeschön. Wir freuen uns mit dir. Ja! Ja. Schönes Spiel. Ja, ja. Elton. Schönes Spiel. Das macht doch gar nichts. Eben. Man kann nicht immer Gewinner sein, Elton. Ja. Hört mal, vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr euch die Mühe gemacht habt in Portugal. Wir gehen ja heute erstmal alleine machen. Ja. Ich gehe. Wir gehen ja heute in die Sommerpause, aber am Montag sehen Sie nochmal EM-Spezial, das Finale hier bei ProSieben. Bitte? Wir schalten nochmal zu denen zurück. Jetzt sind sie weg. Schade. Ja. Nein, wir schalten nochmal zu den beiden zurück, meine Damen und Herren. Wir sehen die beiden gleich nochmal, dann werden die uns erzählen, was es am Montag noch hier gibt. Life is a Bitch, that was the song from your new album Inferno. Das ist das neue Album Inferno. Ja. Seit letzter Woche auf dem Markt. Ja, yeah, sensational. You're still alive. Ja. I'm still alive too. Yeah. So. Is it a problem for you? I mean, do you always play with open ears? What? So you never put something in your ears when you play? No, that's for Ted Nugent, not me. Ah, okay. Yeah, for sure. If it's too loud, you're too old. Yeah. Yeah, but you don't have problems don't have problems with your ears? No. No. My eyes are okay too. I don't know why about that. Yeah, Augen sind auch okay. Ja, ich weiß auch nicht warum. What is that thing on your head? It is because Greece is in the final in the European Greek. Football final. No, but I knew there was something funny about it. I'm not Greek, but the coach of the Greek is German. Okay. So our drummer's half Greek. We are in the final. Yeah. Are you interested in football? No, not really. No, you're not really. But I'm glad Greece won. Yeah, you're from England. I like underdog, you know. I like that. Okay, I see. Was sehe ich da? Da vorne winkt einer hektisch. Yeah. Also, we have to do a little commercial break. You stay here for a little more time. Und nach der Werbung, meine Damen und Herren. Bitte? Die sind backstage. Ach so. Die sind hinten? Ja. Overground? Sprechen. Ja, ist doch gut, dass sie hinten sind. Ja. Ach so, ich soll jetzt mit denen sprechen? Ach da! Ja, da! Das sind Overground. Ich muss das Urteil anziehen. Ja, das musst du mir doch sagen. I thought we were doing a commercial break. No, we just... surprise. Yeah, surprise. Da waren sie, jetzt sind sie schon wieder weg. Overground, meine Damen und Herren. Die spielen hier gleich das Finale. Portugal gegen Griechenland im Blind Kick. Und Lenny wird auch eine Mannschaft steuern. You play with me, Blind Kick. Yes, I hear that, yeah. Okay. I've no doubt it will be very entertaining. Yeah. So, I like your shoes. Thank you. Yeah. You should, they cost enough money. They cost enough, yeah. Teure Schuhe. Yeah. Did you ever think about writing, like soft songs? Yeah. Yeah. We do many soft songs. We just do them really loud. Ah, okay. Sie spielen also auch sanfte Lieder, ja? Sie machen es nur sehr, sehr laut. Hallo? Ja, super sieht's aus. Wir müssen eine Anmerkung machen, Stefan. Tut mir leid, du hast irregulär gewonnen, so heißt das. Ja, genau. Denn der Spieler muss Schuhe anhaben. Ja. Das ist Regel, wenn kein Schuh an ist, dann gibt es gelbe Karte, richtig? Ja, und Tor für die anderen. Ja, aber die Spieler haben normalerweise auch keine Brille auf den Augen. Ja, das stimmt. Okay. So, du bist der Chef, du hast die Regel gemacht, ist eh egal. So, ja. Okay. Das ist ja jetzt also der Wohnwagen, der weggeht. Thomas Helmer unterschreibt auch nochmal, Elton und ich werden auch unterschreiben. Und dann geht er jetzt ja wirklich gleich weg. Und wir können auch mal direkt nochmal anmerken, am Montag werden Elton und ich auf jeden Fall über das Finale berichten und nochmal die schönsten Szenen zeigen von
unserer ganzen Tour hier. Ja, und auf jeden Fall. Ich darf von meiner Seite auch nochmal anmerken, es gibt auch die letzte Rent-A-Pocher-Sendung, gleich direkt nach TV Total. Ach, die allerletzte? Nein, es geht danach weiter. Ach, schade. Und da wird dann Sarah Kuttner unter anderem bei uns zu Gast sein. Ich freue mich. Ja, das kommt gleich aber noch. Montag pro 7, 7:45. Alles ganz, ganz wichtig. Ja, vielen Dank, dass ihr jetzt zugeschaut habt. Vielen Dank, Overground. Vielen Dank, Lemmy. Tschüss, macht es gut. Schönen Sommer wünsche ich Ihnen. Ciao.